بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي ما يتعلق بالأعمال الشيطانية من السحر والكهانة والتطير والنظر في النجوم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, wir haben im letzten Kapitel, im letzten Unterricht, das Kapitel über die Taten des Schaitans, wie zum Beispiel der Zauberei und der Andeutung und Astrologie und so weiter, beendet. يبقى معنا القسم السابع وهو أعمال القلوب. نعم. Uns bleibt jetzt der siebte Teil des Buches, und zwar die Taten des Herzens. نعم. من أعمال القلوب المحبة. المحبة ذكرنا فيما تقدم أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. Zu den Taten des Herzens gehört die Liebe. Und wir hatten gesagt, dass die Liebe sich in drei Teile lässt. محبة مع الله شرك أكبر. Eine Liebe, die so viel ist wie die Liebe zu Allah, und das ist ein großer Schirk. محبة لله وفي الله من أوثق عرى الإيمان للعمل والعامل والأزمنة والأمكنة. Und eine Liebe für Allah, das heißt, dass man für Allah liebt und für Allah heißt, hasst. Und das ist die höchste Stufe des Glaubens. محبة جائزة. وقلنا هذه جائزة ولا إشكال فيها، مثل محبة الوالد والولد والزوجة، بشرط لا تقدم على محبة الله. Und die dritte Art der Liebe ist die natürliche Liebe, das heißt die Liebe zu den Kindern, zum Vater, zu der Familie, mit der Bedingung, dass sie nicht vor der Liebe Allahs stehen. يقول ابن القيم رحمه الله: قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. نعم. Und Allah hat bestimmt, so wie Ibn al-Qayyim sagt, und wenn Allah bestimmt, wird es nicht abgewiesen. Und zwar, dass wer eine Sache oder jemanden mehr liebt als Allah, wird Allah ihn damit bestrafen. قارون قدم محبة المال على محبة الله. عذب بماله. عذب بماله. نعم. Der Karun zum Beispiel im Volk von Pharao, er hat die Liebe zum Vermögen, hat er bevorzugt als die Liebe zu Allah. Womit hat ihn Allah bestraft? Mit seinem Vermögen. Pharaon قدم محبة السلطان وهذه الأنهار تجري من تحتي جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه وعذب بهذا الذي قدم على محبة الله. نعم. Und der Pharao hat die Liebe zu seinem Reichtum und die Liebe zu seinem Reich hat er bevorzugt vor der Liebe zu Allah. Und er sagte, diese Flüsse, die fließen unter mir. Was hat Allah mit ihm gemacht? Allah hat das Wasser über ihn fließen lassen und ihn ertrinken lassen. إذن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. Also wird jeder, der eine Sache mehr liebt als Allah, mit dieser Sache bestraft. وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. Und jeder, der vor einer Sache mehr Furcht hat als vor Allah, wird Allah ihn durch diese Sache Furcht einflößen. أناس كانوا إذا نزلوا منزل من المنازل ماذا يصنعوا؟ يستعيذوا بسيد هذا الواد، يستعيذوا بالجن. ماذا كان الجزاء؟ خوفهم الله بهذا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ماذا كان؟ فزادوهم رهقا. كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. نعم. Früher haben die Menschen in der vorislamischen Zeit, wenn sie an ein Tal angekommen sind und in diesem Tal stoppen wollten und Rast machen wollten, haben sie Zuflucht gesucht mit dem Dschinn von diesem Tal, mit den Dämonen von diesem Tal. Was ist passiert? Allah hat ihnen, weil sie Furcht hatten vor diesem Dschinn, hat Allah ihre Furcht gemerkt, wie es im Koran steht, wo er sagt, und dass Männer von den Menschen Zuflucht gesucht haben bei Männern vor dem Dschinn, da haben sie ihnen Furcht gemerkt. أقسام الخوف أو أنواع الخوف ثلاثة. Die Arten der Furcht sind ebenso drei. خوف عبادة وتعظيم وسر. يعني يخاف ويؤدي هذا الخوف إلى العبادة ويؤدي هذا الخوف إلى التعظيم
ويؤدي هذا الخوف أنه يخاف منه حتى ولو لم يراه أحد. نعم، هذا صرف لغير الله شرك أكبر. Die erste Art der Furcht ist eine Furcht der Anbetung. Das heißt, eine Furcht, die ihn dazu bringt, Allah anzubeten, sich vor Allah zu fürchten, sich von Allah beobachtet zu fühlen. Und dass er diese Furcht an Allah richtet, das ist ein Gottglaube. Und wenn er diese Furcht an jemand anderes richtet, außer Allah, dann ist das großer Schirk. الثاني من أنواع الخوف خوف طبيعي، خوف جائز، خوف لا يلام عليه العبد، خوف من اللصوص، من قطاع الطريق، الخوف من النار، الخوف من الأسد. نعم. Und die zweite Art der Furcht ist eine natürliche Furcht. Eine Furcht, für die der Mensch nicht beschuldigt wird und was keine Sünde ist. Wenn man zum Beispiel vor den Spionen oder vor den Räubern oder vor einem Löwen Furcht hat, das ist eine natürliche Furcht. الثالث من أنواع الخوف خوف محرم وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو يؤدي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق. Und die dritte Art der Furcht ist eine verbotene Furcht. Und zwar, dass es eine Furcht ist, die dazu bringt, dass du Allah dich widersetzt oder dass du etwas machst, was vor Allah verboten ist. يعني يمنع والده من الصلاة من صلاة الفريضة مع الجماعة. فهل يطيع أو لا يطيع؟ لا يطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لا، أنا أخاف منه. نقول هذا خوف محرم. نعم. Wenn zum Beispiel sein Vater ihm verbietet, in die Moschee zu gehen oder zu beten, darf er ihm gehorchen? Wir sagen nein. Was ist, wenn er sagt, ich habe aber Furcht vor meinem Vater? Dann sagen wir, es gibt keinen Gehorsam zu den Geschöpfen in der Ungehorsamkeit zum Schöpfer. Das heißt, es ist verboten, hier dem Vater zu gehorchen. الشيطان يأتيك أحيانا ويلبس عليك يقول أنت الآن عندما تدخل المسجد تتظاهر بالعبادة وكذا وعندما تخرج تصنع كذا وصنعت كذا وتفكر في كذا وسوف نذهب إلى مكان كذا أنا وأنت صحيح فماذا تصنع هل تقنط من رحمة الله وتطيع الشيطان لا هذا الخوف محرم ولا تقنط من رحمة الله نعم Es kann sein, dass der Shaitan zu einem Menschen kommt und sagt zu diesem Menschen, wenn du in die Moschee reingehst, dann tust du, als wenn du gottesfürchtig bist und viel betest und vor Allah Furcht hast. Wenn du aber rausgehst, machst du die und die Tat und machst du die Sünde und du denkst über dies und ich und du gehen jetzt an diesen und diesen Ort. Heißt das jetzt, dass dieser Mensch zweifeln soll an der Barmherzigkeit Allahs? Soll er jetzt Angst haben, zurückzukehren? Nein. Der Mensch soll trotzdem den Weg befolgen. السائر إلى الله لابد أن يجمع في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء يجعلهما كجناحي الطائر لا يقوي جناح على الجناح الآخر وإلا سقط نعم. Derjenige, der sich auf dem Weg zu Allah befindet, er muss immer mit zwei Sachen gehen. Auf der einen Seite der eine Flügel soll die Furcht sein und der andere Flügel soll die Hoffnung sein. Und keines dieser beiden soll stärker als das andere sein. يعني الآن تنظر دائما إلى ذنوبك تخاف منها كأنها جبل يكاد يسقط عليك تخاف ومع هذا الخوف لا تقنط من رحمة الله تجمع بين الخوف والرجاء نعم Das heißt, der Muslim schaut auf seine Sünden, als wenn sie ein gewaltiger Berg sind über seinem Kopf und es könnte jeden Moment auf ihn fallen. Gleichzeitig aber hat er eine sehr starke Hoffnung auf Allah und auf die Barmherzigkeit von Allah. نعم. بعد هذا سنذكر التوكل. التوكل هو صدق الاعتماد على الله. يكون صادق في اعتماده على الله. لا كاذب. Und wir als nächstes werden wir das Vertrauen auf Allah erklären. Das Vertrauen bedeutet, dass er mit Wahrhaftigkeit auf Allah vertraut, nicht in Lüge, nicht nach außen, sondern wirklich sein Herz vertraut auf Allah. وواثق في أن الله سبحانه وتعالى لا يغير. Und dass er fest daran glaubt, dass Allah der Erhabene ihn nicht verloren gehen lässt. ويأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. ويأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. يعني مثلا أراد أن يحفظ القرآن فيقول أنا متوكل على الله صادق واثق وأخذ بالأسباب يراجع ويحفظ نعم ويسمع Und
Zum Vertrauen gehört auch, dass er danach Gründe unternimmt, um sein Ziel zu erreichen. Diese Gründe aber müssen alle erlaubt sein. Keines davon darf verboten sein. Wenn er zum Beispiel den Koran auswendig lernen will, dann vertraut er auf Allah mit Wahrheit und danach glaubt er daran, dass Allah ihm hilft dabei und er fängt an, langsam diese Sache auch zu unternehmen. Also gehört zum Vertrauen drei Dinge. Erstens die Wahrhaftigkeit und die Gewissheit darin, dass Allah ihm diese Sache leicht machen wird. ويعمل ياخذ بالاسباب und die Taten, das heißt, er unternimmt die Taten. بعض الناس يقول انا صادق في اعتمادي على الله واثق طيب في ماذا قال في حفظ القران طب قم راجع احفظ قال لا انام واستيقظ اكون مثل شيخ الاسلام احفظ الكتاب وكثير من السنه نعم هذا متواكل نعم Und es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an Allah und ich vertraue ihm wahrhaftig. Und ich glaube auch, dass Allah mich nicht verloren gehen lässt. Und ich will den Koran auswendig lernen. Dann sagen wir zu ihm, okay, dann fang an und lern Vers für Vers. Dann sagt er, nein, ich will abends schlafen gehen und morgens aufwachen und so viel Wissen haben wie Sheikh al-Islam. Den ganzen Koran auswendig und das meiste von der Sunna will ich auswendig lernen. Na. أقسام التوكل ثلاثة أنواع التوكل ثلاثة ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام. Das Vertrauen auf Allah besteht aus insgesamt drei Teilen. الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموري إليه واعتقاد أن بيدي جلب المنافع ودفع المضار هذا صرف لغير الله شرك أكبر يعتمد في كل صغيرة وكبيرة نعم. Das erste ist, liebe Geschwister, dass man sich vollständig erstmal auf Allah vertraut und dass man daran glaubt, dass das Nutzen und der Schaden nur von Allah abhängt. Dieses Vertrauen, wenn man das an jemand anderes richtet, außer Allah, das ist ein großer Schirk. Das zweite من أين تأكل؟ يقول من عند الأمير. طب لو قطع عنك النفقة؟ قال أموت، أتشرد، أضيع أنا وأولادي. هذا مفتقر إلى الخلق. هذا هو شرك أصغر. نعم. Die zweite Art, liebe Geschwister, ist, wenn man sich an ein Geschöpf bindet und glaubt, dass man von ihm abhängt. Zum Beispiel manche werden versorgt vom Bürgermeister zum Beispiel. Ja? Und du sagst zu dieser Person, was ist, wenn der Bürgermeister jetzt stirbt? Was würdest du machen? Dann sagt diese Person zum Beispiel, ich würde verhungern. Ich hätte keine Chance. Mir wäre das Genick gebrochen. Das ist falsch. Und das ist eine kleine Art von Schirk. الثالث وكالة يأتي إنسان ويفوض آخر يقول أوكل فلان في أن يشتري لي سيارة يشتري لي قطار يشتري لي جهاز اتصال مثلا هذا يصح يصح ولا اشكال نعم Das dritte, liebe Geschwister, ist, dass man auf jemanden vertraut, um eine Sache erledigen zu lassen. Zum Beispiel sagst du, ich beauftrage dich, dass du mir ein Auto kaufst oder dass du für mich diese Sache erledigst oder dieses Geschäft machst. Das ist gar kein Problem und das ist eine Sache, die normal ist. إذن الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار صرف لغير الله شرك أكبر. Also ist die erste Art von Vertrauen diejenige, dass man alles auf Allah überlässt, auf Allah vertraut, dass man daran glaubt, dass der Nutzen von Allah kommt und der Schaden nur von Allah abgewendet werden kann. Wenn man das jemand anderem richtet, außer Allah, dann ist das großer Schirk. الثاني اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار فهذا الشرك الصغر. Das zweite hatten wir gesagt, ist, dass man sich auf ein Geschöpf verlässt mit ein bisschen Armut. Das heißt, du zeigst diesem Geschöpf gegenüber Armut und du zeigst diesem Geschöpf gegenüber, dass du an ihn gebunden bist. Wir hatten gesagt, dass das der kleine Schirk ist. الثالث وكالة. توكل تفوض إنسان وهذا يصح ولا إشكال فيه. نعم. Und die dritte Art ist, dass du einer Person etwas beauftragst und ihm darauf vertraust. بعد هذا سنذكر شيء من
الصبر. الصبر يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام. Nun werden wir etwas über die Geduld sprechen. Die Gelehrten, möge Allah ihnen barmherzig sein, teilen die Geduld in drei Teile. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. يصبر على الصلاة ويؤديها ويصبر على الصيام وعلى الحج وعلى الزكاة وغيرها. نعم. Die Geduld in der Anbetung zu Allah. Damit der Mensch auch Allah anbetet, braucht er dafür Geduld, wie zum Beispiel für das Gebet oder das Fasten oder die Pilgerfahrt. الثاني الصبر عن معصية الله. يصبر عن المعاصي عن المحرمات عن الشرك وعن أكل الربا وعن الفواحش وغير هذا. نعم. Die zweite Art von Geduld ist die Geduld bei den Verboten. Das heißt, damit ein Mensch nicht Sünden macht, nicht in Sinna fällt oder trinkt oder raucht, braucht er Geduld dafür. نعم. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله العبد مرض فقط حادث مروري مثلا. نعم. Die dritte Art von Geduld, liebe Geschwister, ist die Geduld bei den Vorherbestimmungen Allahs. Das heißt, wenn den Menschen ein Unheil trifft oder er krank wird oder jemand von ihm stirbt, dass er dabei sich geduldig zeigt. نعم. ثم نذكر ما يتعلق بالرياء. الرياء سمي بهذا الاسم على التغليب، يعني يعمل العمل حتى يراه الناس ويعمل العمل حتى يسمع به الناس، يعني العبادة ما أراد بها وجه الله، أراد بها مراءة الناس، مدح الناس. نعم. Einen weiteren Begriff, den wir klären wollen, liebe Geschwister, ist das Riya, und zwar die Augendienerei. Es wird Augendienerei gemacht, weil es meistens auf das Auge bezogen ist. Und zwar, dass der Mensch eine Anbetung macht, während er betet zum Beispiel, und er will dabei von den Menschen gesehen werden. Genau das Gleiche, wie wenn er etwas spricht und er will von den Menschen gehört werden. Was beabsichtigt er? Er beabsichtigt nicht das Wohlgefallen Allahs, sondern das der Menschen. الأصل في الرياء أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. نسأل العافية والسلامة. Und die Grundlage darin ist, in dieser Augendienerei, dass es ein kleiner Schirk ist, aber der sehr schnell einen zum großen Schirk führen kann. Möge Allah bewahren. من أخلاق أهل النفاق. Und es ist die Art und Weise der Heuchler. ماذا يصنع؟ ما هو علاج الرياء؟ نعم. Und was ist das Heilmittel gegen diese Augendienerei? يتعلم التوحيد، لأنه بتعلم التوحيد يعظم الله. وإذا عظم الله لا يبالي بأحد في دين الله. نعم. Das erste Heilmittel ist, dass er den Tawhid lernt, den Eingottglauben. Denn wenn er Allah kennenlernt, dann juckt ihn nicht, was die Menschen machen, sondern er konzentriert sich nur auf Allah. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب الرياء. Und er bittet Allah darum, dass Allah ihn vor dieser Augendienerei rettet. الثالث عدم ترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء يجعلك تعبد من أجل مراءة الناس أو يجعلك تترك الأعمال. نعم. Die dritte Art, wie man sich vor dem Riya schützt, ist, dass man keine Tat unterlässt aus Furcht davor. Das heißt, du gehst in die Moschee rein und du betest. Du sagst nicht, wenn ich jetzt beten würde, wäre das Augendienerei. Im Gegenteil, weil der Shaitan hat entweder vor, dich in die Augendienerei zu stürzen oder dich da rein zu stürzen, dass du nicht betest, als aus Angst davor. Ja. الرابع من الأمور التي تكون لعلاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية. Das vierte Heilmittel gegen diese Augendienerei ist, dass du viel die Gräber besuchst, und zwar auf eine islamische Art und Weise. هل صحيح هذا الكلام؟ صحيح. من يعرف؟ نعم يا أخي، صحيح؟ النقطة الرابعة. ما هي؟ زيارة القبور. هل زيارة القبور من أسباب علاج الرياء؟ لا. طب كيف هذا يترجم؟ وأنتم ما أحد ينكر. ولكن زيارة القبور اللي تذكير بالموت ولا شيء. نعم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، لأنه بتذكر الآخرة ما يبالي بأحد في دين الله. والرياء أراد به حظ الدنيا. الله يفتح عليك. نعم أحسنت. شوشت عليهم يا شيخ. نعم. Liebe Geschwister, also es stimmt,
dass das Besuchen der Gräber einen dazu führt, die Augendienerei zu verlassen. وجرب هذا الآن. إذا لعب بك الشيطان، لعب بك الشيطان، ماذا تصنع؟ تزور القبور الزيارة الشرعية. نعم. Und man sollte das versuchen wirklich, wenn der Schaitan zu einem kommt und will, dass man Augendienerei macht, dann sollte man mal die Gräber besuchen, wie es islamisch vorgeschrieben wird. Dann sieht man, wie unwichtig diese Welt ist und jeder, der in ihr ist. لا تفكر في الدنيا كاملة. صحيح. Dann wirst du darin alles, was in der Dunya ist, vergessen. نعم. تتذكر ما عد الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة. Du wirst dich daran erinnern, was Allah für dich im Jenseits vorbereitet hat. تقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. Du liest سورة يوسف. تعلم أن الزنا دين كما تدين تدان وكما تفعل قد يفعل بأهلك. نعم. Und du weißt, dass zum Beispiel die Unzucht, das ist eine Schuld und diese Schulden wirst du zurückbezahlen. Das heißt, so wie du es anderen antust, wird es vielleicht jemand deiner Familie antun. إن استطاع أن يتزوج تزوج. نعم. Wenn du es schaffst zu heiraten, dann heirat. وإلا Und wenn nicht, يصوم. Sollst du fasten. يقلل من الطعام والشراب. Weniger essen und trinken. يحفظ الجوارح من المعاصي وخاصة النظر والسماع والقراءة. Und soll seinen Körper vor den Sünden schützen, besonders die Augen und die Ohren. لا يدخل على المواقع إطلاقا أبدا. نعم. Und soll keine Seiten betreten im Internet nicht viel rum sein. والأحسن أن هذا الذي ما استطاع أن يتزوج يأخذ الجهاز القديم. أبو كشاف. يعني ليس في شيء. هذا أحسن له. نعم. Und es ist besser für denjenigen, der es nicht geschafft zu heiraten, dass ein sehr altes Handy hat, zum Beispiel so ein Nokia 3310. إذا أراد أن يطالع هذا علاج إخواننا اتقوا الله. إذا أراد أن يطالع لديه شيء ضروري في الإنترنت في كذا يذهب إلى مكان عام فيه الناس ويطالع هذا. نعم. Wenn diese Person aber eine Sache aus dem Internet dringend braucht, dann geht zu einem öffentlichen Platz, wo Menschen sind. Und holt diese Sache vom Internet. Und soll nur dann schlafen gehen, wenn ganz am Ende ist, todmüde ist. كذلك لا يطيل البقاء أكرمكم الله في الحمام أبدا. Und soll nicht unnötig lange Zeit in der Toilette verbringen, niemals. يدعو الله سبحانه وتعالى. Und bittet ständig Allah. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك وغير هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. Das ist zum Beispiel bittet, O Allah, begnüge mich mit deinem Erlaubten vor dem Verbotenen. Und dass viele verschiedene Bittgebete spricht, wie zum Beispiel Yusuf a.s. gesagt hat, und wenn du nicht ihre Pläne von mir abhältst, dann werde ich gewiss zu ihnen gehen und zu den Unwissenden gehören. صحبة الصالحين. Man soll viel mit den rechtschaffenen Menschen abhängen. ما يتحدث أصلا طالب علم في هذا الباب ما طالب العلم لا يدرس كتاب النكاح أبدا إلا بعد الخطبة. نعم. يدرس ماذا كتاب؟ كتاب التوحيد. يدرس الزهد. يدرس الترغيب الترهيب. نعم. وعيب. أنا أذكر علماء السنة. عيب على طالب العلم أن يقرأ هذا الباب. يتكلم في هذا الباب. شهوة الفرج وشهوة الفم. نعم. Und diese Person soll über dieses Thema nicht reden. Also diese Person, die noch nicht verheiratet ist, über solche Themen zwischen Mann und Frau oder wenn zum Beispiel gerade Schüler des Wissens ist, dann soll die Bücher lesen, die über Fiqh handeln oder über das Paradies oder die Hölle oder den Tawhid. Aber soll nicht das Buch lesen, was über die Ehe geht. Erst dann, wenn geheiratet hat. Es sagen die Gelehrten, es ist beschämend für einen Schüler des Wissens, vor der Heirat sich mit solch einem Kapitel zu beschäftigen. لا يذهب إلى الأسواق ولا الأماكن التي يكثر فيها النساء. نعم. Geht nicht zu den Orten oder zu den Straßen, wo viele Frauen sich befinden. وإذا أراد الذهاب إلى السوق يذهب في وقت يعني ليس فيه أحد يعني خاصة في أول النهار مثلا. Wenn auf den Markt gehen will, etwas zu kaufen, dann geht nur zu den Zeiten, wo kaum Leute da sind, zum Beispiel ganz früh am Morgen. نعم. ويعلم يقينا.
أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Und er soll ganz gewiss wissen, dass derjenige, der etwas für Allah unterlässt, Allah ihm an dieser Stelle etwas viel Besseres gibt. نعم. ويبقى معنا في هذا الباب أمر أخطر من الرياء. نعم. Und jetzt bleibt uns in diesem Kapitel eine Angelegenheit, die ist noch gefährlicher als die Augendienerei. ما هو؟ من يعرف؟ عندنا أمر أخطر من الرياء. العبادة في الرياء يريد بالعبادة ماذا؟ مراعاة الناس مدح الناس. نعم. ما هو الأخطر من الرياء؟ نعم. ترجم ترجم. Was bleibt jetzt eine Sache, die ist noch gefährlicher als die Augendienerei. Was ist das? والأمر الأخطر من الرياء أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. يريد الدنيا بعمل الآخرة. يصلي حتى يأخذ راتب على الصلاة. يؤذن حتى يعطوه راتب على الأذان. نعم. Das was noch viel gefährlicher ist als die Augendienerei, liebe Geschwister, ist, dass er betet, um dafür bezahlt zu werden, oder den Adhan liest, um dafür bezahlt zu werden. Kurz gesagt, dass er eine Sache tut, die Anbetung ist für das Jenseits, aber er will damit Geld oder Reichtum von dieser Welt. خطب مرأة. Er hat zum Beispiel um die Hand einer Frau gebeten. فماذا يصنع؟ يصلي ويستغفر ولا يشاهد شيء من المحرمات ويتصدق ولا يسب ولا يشتم حتى يعقد العقد ثم يترك كل شيء. نعم. Solange er noch nicht das Ja-Wort bekommen hat, betet er und fastet er und bittet um Vergebung und macht viele, viele gute Taten, bis er heiratet. Und wenn das passiert ist, lässt er alles wieder gehen. وهذا يحدث في الغالب أيام الاختبارات. نعم. Und das passiert eigentlich sehr, sehr oft an den Tagen, wo die Schüler zum Beispiel Prüfungen haben. تجد الطالب ما شاء الله على استقامة أيام الاختبارات إلى أن تخرج النتيجة. نعم. Und du findest dann den Schüler, der gerade für die Prüfung lernt, findest du ihn so, wie Allah ihn haben will, bis zum Zeitpunkt, wo er das Ergebnis bekommt von dieser Prüfung. Und danach lässt er alles liegen. هذا أراد الدنيا بعمل الآخرة. نعم. Diese Person will die weltlichen Sachen erreichen mit den Taten des Jenseits. لا مانع أن الإنسان يدعو في صلاته. نعم. ولا مانع أنه إنسان صلى لله أصلا أن يأخذ شيء من إدارة المسجد أو كذا. أما يقول لهم اسمع أنا والله ما أصلي بكم إلا بألف يورو في الشهر. نعم. Wenn er zum Beispiel aber vor der Prüfung ein Bittgebet spricht für Allah oder wenn er hier einen Dienst macht in der Moschee, wenn er vorbetet und er bekommt dann seinen monatlichen Gehalt, das ist etwas anderes, das ist erlaubt. Aber dass er kommt und sagt, hör zu, ich bete nicht vor, solange ihr mir nicht 1000 Euro gibt im Monat, das ist dann das Gemeinde. Wie wissen wir, ob diese Person dass die Welt will, also die Dunya oder das Jenseits? من يعرف؟ كيف نعرف أن هذا يريد الدنيا أو يريد الآخر؟ نعرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. Wir wissen das durch die Aussage des Propheten صلى الله عليه وسلم. Wenn ihm dann das geben wird, was er verlangt, ist er zufrieden. Und wenn nicht, dann wird er sauer. جماعة المسجد عندما صلى إمام بالناس أعطوه أموال وكذا أخذ يصلي فأخذ يمدح جماعة المسجد هذا إن أعطي رضي ثم قال والله هذا الشهر ما نستطيع أن نعطيك شيء قال والله ما أصلي بكم وأنتم بخلاء وكذابين وكذا وفيكم 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 وإن لم يعطى غضب ورضاه لمن؟ للدنيا ليس لله انتبه احذر أن يكون غضبك ورضاك لمن؟ للدنيا هذا شيء دنيء. نعم. Und man sieht das auch darin, liebe Geschwister, dass manche zum Beispiel, wenn sie in einer Jamaa sind und vorbeten, und er hat ein Jahr, einen Monat jetzt vorgebetet, am Ende des Monats haben sie ihm viel Geld gegeben. Nach einem Monat hat er wieder gebetet, aber diesmal hat die Jamaa kein Geld gehabt, um es ihm zu geben. Und dann fängt er an zu sagen, ihr lügt und ihr seid geizig und ich bete nicht mehr für euch. Diese Person, daran haben wir erkannt,
dass er getan hat diese Taten für das Geld, nicht für das Jenseits. إذن هذا الباب أخطر من باب الرياء. لماذا؟ لأنه قد يرائي في الصلاة. لكن هذا عندما يريد الدنيا بعمل الآخرة. كل الصلاة يصليها أراد بها الدنيا ما أراد بها الآخرة. نعم. Und dieses Thema, diese Angelegenheit ist deswegen noch gefährlicher als die Augendienerei, weil die Augendienerei kann er vielleicht in einem Gebet machen oder in zwei. Aber der andere, der es für das Geld macht, alle seine Taten, alle seine Gebete macht er mit der Absicht für das Geld. تقدم معنا أن طاعة العلماء والأمراء في معصية الله إذا اعتقد أن العلماء والأمراء حكم هؤلاء أحسن من حكم الله أو مساوي أو أن حكم الله لا يصلح اعتقد هو كافر كفر أكبر نسأل الله عليه وسلم نعم. Wir haben bereits durchgesprochen, dass wenn eine Person die weltlichen Gesetze oder die Gesetze der Herrscher bevorzugt vor den Gesetzen Allahs und sagt, die sind besser und nutzen der Gemeinschaft mehr als die Gesetze Allahs, diese Person hat einen großen Kufr gemacht. وإن اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد لكن قدم حكم القوانين والطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب فهذا كفر دون كفر كفر أصغر كفر غير مخرج من الملة. Wenn er aber daran glaubt, dass das Gesetz Allahs das Beste ist für die Gemeinschaft und für die Menschen, er aber trotzdem das weltliche Gesetz bevorzugt hat aus finanziellen Gründen oder politischen Gründen, um eine Stellung zu bekommen, dann hat diese Person eine große Sünde begangen. Der kleine Kufr ist das, der bringt aber einen nicht aus der Religion raus. Als nächstes werden wir wiederholen, was wir bis jetzt gelernt haben und danach das Thema der Namen und Eigenschaften eröffnen. Nein. Angst, drei Kategorien. Einmal Angst, betrifft, also wenn man das gleichstellt, dann hat man Großschritt gegangen. Zweitens ist die natürliche Angst und drittens ist, wenn man Angst vor einem zum Beispiel vor dem Vater hat, das ist dann kleiner Schritt. Al-Khawf, يقول الخوف هو له ثلاثة أنواع. Al-Khawf ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خوف عبادة وتعظيم وسر صرف لغير الله شرك أكبر. خوف طبيعي لا يلام عليه العبد كالخوف من النار من الأسد. خوف محرم الخوف المؤدي للقرب من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. Wir hatten gesagt, dass die Furcht sich in drei Teilen lässt. Der erste Teil ist die Furcht vor Allah, das einen dazu bringt, Allah anzubeten, und das ist Verlangen. Die zweite Art von Furcht ist eine Furcht, die einen dazu bringt, Allah nicht mehr anzubeten. Und die dritte, und die ist verboten, und die dritte Art von Furcht, eine natürliche Furcht, zum Beispiel vor den Löwen oder einer Gefahr. Nein. أخذنا عرفنا التوكل وقلنا التوكل هو الصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. Und wir hatten gelernt das Vertrauen und zwar dass man wahrhaftig auf Allah vertraut gleichzeitig die Gründe unternimmt und dass man daran glaubt dass der Nutzen und Schaden von Allah abhängt. وأن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Und dass sich das Vertrauen in drei Teilen lässt. اعتماد مطلق وتفويض جميع أموري إليه واعتقاد أن بيد جلب المنافع دفع المضار صرف لغير الله شرك أكبر. Erstens, dass man allgemein in allen Sachen auf Allah vertraut, dass man sagt, dass der Nutzen von Allah kommt und der Schaden nur von Allah abgewehrt werden kann. اعتماد على حي معنى افتقار فهو أصغر. Die zweite Art von Vertrauen ist, dass man auf ein Geschöpf vertraut und Armut gegenüber diesem Geschöpf zeigt und das ist kleiner Schirk. جاهز وكالة وكل إنسان بأن يشتري له سيارة مثلا. Und die dritte Art von Vertrauen, dass man jemandem etwas anvertraut, dass er das erledigen soll. نعم. أخذنا أنواع الصبر. أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Und wir haben gelernt, dass die Geduld drei Teile hat, wie folgt. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. يصبر على الصلاة والصيام والحج والزكاة. Die Geduld in der Anbetung Allahs, damit sie auch ständig gemacht werden kann, wie zum Beispiel das Gebet oder das Fasten und andere. صبر على معصية الله حتى تجتنب. Die Geduld bei den Verboten Allahs, damit man sie verlässt. وصبر على قدر الله ما قدر الله عليه من مرض وفقر. نعم. Und die Geduld bei den Vorherbestimmungen Allahs, wenn ihn ein Unheil trifft oder er arm wird und so weiter. نعم. الرياء. يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس. شرك صار وقد يصل إلى الأكبر ومن أعماله للنفاق.
Und wir hatten durchgenommen die Augendienerei, und zwar, dass er eine Tat tut, damit die Menschen ihn sehen oder die Menschen ihn hören. Und das ist ein kleiner Schritt, der einen schnell zum großen Schritt führen kann, und das ist eine Art und Weise der Heuchler. كيف نعالج الرياء؟ نعم. زيارة القبور. Wie heilen wir diese Augendienerei? Als erstes zum Beispiel, wenn man die Gräber besucht. دراسة التوحيد. Den Tauhid lernen. الدعاء. Das Bittgebet. نعم. عدم ترك العمل خوفا من الرياء. يعمل ولا يبالي بأحد في دين الله. Und dass man nicht die Tat unterlässt aus Furcht vor dieser Augendienerei. Er betet und macht diese Tat und er interessiert sich für keinen anderen. نعم. ذكرنا أمور تكون عونا بإذن الله على من لم يقدر على النكاح. نعم. Wir haben Sachen erwähnt, die der Person helfen, die nicht heiraten konnte. زيارة المرضى. Dass man zum Beispiel die Kranken besucht. وزيارة القبور. Oder die Gräber zum Beispiel besucht. الزيارة الشرعية. Auf eine islamische Art und Weise. قراءة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. Dass man Sura Yusuf liest. الدعاء. Das Bittgebet sprechen. اجتناب أماكن اللهو والنساء. Und dass man Orte unterlässt, in denen sich viele Frauen sammeln. الصيام يقلل من الطعام والشراب. Dass man fastet und wenig trinkt und isst. لا يتكلم في هذا الباب إطلاقا. Nicht über dieses Thema reden, gar nicht. نعم وغير هذا. نعم. يجوز للنساء زيارة القبور. آخر الدرس أعطينا فائدة استفدتها من الدرس يا رجل. هذه نعم أخطر أمر وأكثر من الرياء. نعم قلنا عندنا أمر أخطر من الرياء وهو أن يعمل العمل ويريد به الدنيا. الله يفتح عليك. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. Und wir hatten gelernt, dass ein großes Tor zum Schirk das ist, dass man eine Tat des Jenseits tut, eine Sache in der Dunya zu erreichen. كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو الآخرة؟ ما هو الضابط والميزان؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ولو جاءك أي إنسان وقال فلان فيه وفيه وجمعية المسجد فيها وفيها تقول اسمع هذا الغضب إذا كان للدنيا هذا معناه أنك ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. Und wir hatten gelernt, dass diese Person, wie erkennen wir, dass er für die Dunya arbeitet oder nicht? Wenn ihm gegeben wird, was er verlangt, dann ist er zufrieden. Und wenn nicht, dann ist er sauer und redet. Wenn also eine Person zu dir kommt und sagt, hör mal zu, die Moschee so und so, die macht das und das und das und die ist schlecht und die ist so, dann sagst du zu ihm, hör mal zu. Auf dich kann man das Wort des Propheten anwenden, der gesagt hat, wenn dir gegeben wird von der Moschee, bist du zufrieden und wenn nicht, bist du sauer und redest. أول خروج في الإسلام، أول خروج في الإسلام متى كان؟ من يعرف؟ أول خروج يعني خوارج، أول ظهور هذه الفرقة متى؟ Wann sind zum ersten Mal diese Leute rausgekommen, die Khawarij؟ متى كان أول ظهور للخوارج؟ للخويصرة. نعم، خرج على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Das war eine Person namens Dhul-Khuwaisara, der aus der Gemeinschaft rausgegangen ist und den Propheten ﷺ angegriffen hat. Kharaja bimada? Bisayfi? Mit was ist er rausgegangen, um zu bekämpfen? Mit seinem Schwert? Nein. La, la yumkin an yakhruj ahad bisayfi bil-rashash, bil-musaddas, bil-silah illa la budda an yasbiq hadha khuruj bil-lisani. الأول الخروج باللسان كما حدث من ذو الخويصرة. نعم. Es kann nicht sein, dass eine Person dich mit Waffen bekämpft, bevor nicht schon aus seinem Mund die Feindschaft erklärt hat. Wie zum Beispiel diese Person ذو الخويصرة. ماذا قال؟ Was hat gesagt? ماذا قال؟ قال كلمة حق. هو قال اعدل. اعدل كلمة حق. لكن أراد بها باطل بل أبطل الباطل. نعم. Was hat gesagt? Er hat ein Wort gesagt, das in sich Wahrheit ist, aber was hat damit gewollt? Er wollte damit das Schlimmste und Falscheste, was es gibt. إذن الخوارج يتكلموا بكلام حق كما قال اعدل لكن يريد به
باطل بل أبطل الباطل. نعم. Also ist das eine Art und Weise der Khawarij, und zwar, dass sie mit der Wahrheit sprechen, aber damit das Falsche erreichen wollen. Wie zum Beispiel diese Person, die hat zum Propheten صلى الله عليه وسلم gesagt, sei gerecht. ما السبب؟ Was war der Grund? في قول هذا الكلام إرادة الدنيا بعمل الآخرة غضب هؤلاء ورضاهم بسبب الدنيا للآخرة. نعم. Der Grund dafür war, dass sie die Dunya wollte, also das Vermögen, mit den Taten des Jenseits. Das heißt, wenn die Khawarij sauer sind, dann weißt du, dass es um Weltliches geht. لماذا غضبت الآن عندما تعدوا عليك؟ لماذا كان الآن هذه الأمور وقبل هذا لم تتكلم؟ ذو الخويصر قبل هذا ما تكلم وتكلم الآن من أجل العطاء. إذا ما أرادوا الآخر، أرادوا الدنيا. نعم. Warum hat er gerade in dem Zeitpunkt gesprochen? Weil er in dem Zeitpunkt nichts bekommen hat, kein Geld bekommen hat. Davor hat er nicht geredet. هل أراد الدنيا فقط؟ لا، إبليس فرعون عرف هذا، أنه ما أراد الدنيا فقط، نعم. فرعون عرف هذا، عرف أنه ما أراد الدنيا فقط، أراد الدنيا وشيء مع هذا، نعم. Und wollte er nur die Dunya? Nein, er wollte die Dunya und noch etwas. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هذا إيش؟ مال، أراد مال. وهو فهم فرعون أنه ما أراد المال فقط أراد ماذا؟ القربة منهم. نعم. المنازل، يكون وزير صحيح، يكون مسؤول في الدولة، فهمت؟ إذن هذا غرض الخوارج الصحابة السلام، أرادوا المال والمنصب. نعم. Und die Khawarij, die wollten damit nicht nur das Vermögen, das Geld, sondern gleichzeitig wollten sie auch die Stellung, die hohe Stellung im Land. Zum Beispiel die Zauberer von Pharao. Als sie gesagt haben, wenn wir gewinnen, werden wir dann belohnt, dann sagte er, ja, ihr werdet damit belohnt. Aber er hat gleichzeitig verstanden, dass sie auch im Staat eine hohe Position wollten, das heißt eine Stellung. Und das ist auch das heutige Ziel der Khawarij, dass sie politische hohe Stellung wollen und das Vermögen. ولهذا تراهم الآن يتقاتل على ماذا؟ على المناصب. ولهذا هذا ينشق عن هذا وهذا ينشق عن هذا وهذا ينشق عن هذا وهذا يأكل مال هذا وهذا يأكل مال هذا مال ومنصب. نعم. Und deswegen siehst du sie jetzt, dass sie sich ständig spalten. Aus welchen Gründen? Weil sie untereinander immer eine höhere Stellung erreichen wollen. Deswegen nimmt der das Vermögen von dem und ist der das Recht von dem. نعم. ماذا أخذنا غيرها؟ اسأل. Was haben wir noch gelernt heute? نعم. محبة. أخذنا المحبة وفقك الله لما أحب. المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Wir haben die Liebe gelernt und das sich in drei Teilen lässt. الأول محبة مع الله شرك أكبر. Die erste Art ist, dass man etwas so viel liebt, wie man Allah liebt, und das ist großer Schirk. يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. Er muss Allah lieben und keinen so wie ihn lieben. محبة طبيعية جائزة محبة الوالد والولد الزوجة. Die zweite Art ist eine natürliche Art von Liebe, wie zum Beispiel den Vater oder die Kinder oder die Frau. محبة لله أو في الله للعمل والعامل والأزمنة والأمكنة. Und dass man die dritte Art ist, dass man für Allah liebt. Und zwar für Allah den Bruder liebt oder die Familie oder alles andere. محبة العمل الشريعة كاملة أحكام الشريعة. Dass man zum Beispiel die Taten liebt, also die ganze Religion. محبة العامل كل من أحبهم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الملائكة عليهم السلام الصالحين كل واحد. Und dass man auch die rechtschaffenen Menschen liebt, die diese Taten verrichten. أزمنة يحبها الله ثلث الليل الآخر عشر من ذو الحجة. نعم. Und dass man die Zeiten liebt, die Allah liebt, zum Beispiel das letzte Drittel der Nacht oder diese in Zulhijjah oder Ramadan. أمكنة يحبها الله مكة المدينة جبل أحد المساجد. Und dass er Orte liebt, die Allah liebt, wie zum Beispiel Mekka oder Medina oder der Berg Uhud oder die Moschee Allah. نعم. 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 الكفر الأصغر والأكبر الحكم يعني أن يرى الحكم كبران الحكم بغير ما أنزل الله إذا يعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح هذا كفر أكبر وإذا كان يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق
لكن وافق هؤلاء فهو كفر دون كفر. Und wir hatten gelernt, dass die Person, wenn sie das Gesetz der Menschen mehr liebt als das Gesetz Allahs, dann ist das ein großer Kufr. Aber wenn sie das Gesetz der Menschen bevorzugt, obwohl sie Allahs Gesetz mehr liebt, aber bevorzugt aus finanziellen Gründen oder politischen Gründen, dann ist das ein kleiner Kufr. Wenn man fürs Gebet Geld hat und für die ganze طلب المال على الصلاة. إرادة الدنيا بعمل الآخرة. طيب يبقى معنا باب مهم جدا وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد الإيمان بالأسماء والصفات. Uns bleibt jetzt ein sehr wichtiges Kapitel und zwar die dritte Art des Tauhids, der dritte Säule des Tauhids, und zwar die Namen und Eigenschaften Allahs. لابد أن تثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. Du musst alles, was Allah sich selber zugeschrieben hat und der Prophet صلى الله عليه وسلم Allah zugeschrieben hat an Namen und Eigenschaften, musst du Allah auch zuschreiben und bestätigen. وتنزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الكامل أن يماثل المخلوق الناقص. نعم. Und du musst Allah den vollkommen vor allen Mängeln freisprechen und vor allen Vergleichen zu den Geschöpfen freisprechen. وأن الأسماء والصفات نعرف معانيها. نعرف معنى الاستواء، معنى النزول، العلم، الرحمة. لكن نؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. Und dass die Eigenschaften Allahs eine Art und Weise haben. Zum Beispiel, dass sich erhöhen über den Thron. Oder das Herabkommen im letzten Drittel der Nacht. Oder die Barmherzigkeit Allahs, der Wille Allahs. Diese ganzen Sachen haben eine Art und Weise. Aber wir fragen nicht nach dem Wie. Wir fragen nicht, wie das ist. Und das Fragen danach ist eine Neuerung, eine Bid'ah. Na'am. Eidan. إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Also nochmal, dass man bestätigt alles, was Allah sich selber zuschreibt und alles, was der Prophet صلى الله عليه وسلم Allah zuschreibt. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. Und dass man Allah den Vollkommenen vor allem freispricht, was den Geschöpfen ähnelt. نعلم كل ما أخبرنا الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. المعاني عندنا معلومة. نعم. Und dass wir die Bedeutungen von dem, was Allah und sein Gesandter uns gesagt haben, kennen. ولله سبحانه وتعالى كيفية تليق بجلاله وعظمته. Und Allah Ta'ala hat eine Art und Weise, die zu seiner Hoheit und Vollkommenheit passt. والسؤال عن الكيفية بدعة ضلالة. نسأل الله عليه السلام. Und dass man nicht nach dem Wie fragen darf, denn das Fragen danach ist eine Neuerung, eine Bid'a. نعم. الله أعلم نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. Und das genügt für heute und möge Allahs Frieden und Segen über den Propheten.